Es ist Freitag, der 22. Juni. Sie sehen das SKB-Journal heute ausnahmsweise in einer Kurzfassung und das sind unsere Themen. Wohnen als Dauerrecht. Kommt nach Initiative der Freien Wähler doch noch Bewegung in den Bereich Schmöllner Weg? Weltmeisterschaft AD. Was denken die Brandenburger über die Chancen der deutschen Fußballnationalmannschaft? Und Wohnungsbaugenossenschaft WBG feiert. Abwechslungsreiches Programm beim Genossenschaftstag. Es war ein imposantes Bild, als die Menschen ihren Unmut vortrugen, von der Verwaltung wie Menschen zweiter Klasse behandelt zu werden. Sie wollen eben nicht mehr als ganz normale Bürger sein und hoffen dafür auf politische Unterstützung. Sie erinnern sich sicherlich gut daran, dass wir eine Veranstaltung gemacht haben, zu der der SKB auch eingeladen war und worüber der SKB berichtet hat, sehr gut berichtet hat. Da hatten wir über 100 Bürger. Bei dieser Veranstaltung, ehrlich gesagt, damit hatte ich auch niemals gerechnet mit einer solchen Resonanz. Und das ohne, dass wir da vorher Werbung gemacht haben, da sieht man das Interesse. Die Freien Wähler hatten immer wieder betont, dass die Häuser zum Wohnen geeignet seien, weil das ganze Gebiet, auch Immen und Libellenweg, voll erschlossen sei. Im März noch hatte die Verwaltung ein Dauerwohnrecht hier kategorisch ausgeschlossen. Doch nun scheint Oberbürgermeister Scheller einzulenken. Die Fakten sind die. Mit Beschluss der SVV vom 30. September 2003 wurde das Bebauungsplanverfahren Schmöllner Weg eingeleitet. Das Plangebiet umfasste 320 Grundstücke. Die Verwaltung hatte Probleme mit dem Bebauungsplan, denn sie musste auch den Hochwasserschutz beachten. Auch die Erschließungskosten in Millionenhöhe waren der Verwaltung damals zu hoch. Daher wurde das Bebauungsplanverfahren 2006 gestoppt. Doch nun gibt es Signale aus der Stadtverwaltung, die den Stadtverordneten der Freien Wähler Norbert Langerwisch hoffnungsvoll stimmen. Der Oberbürgermeister ist ja nicht immer unserer Meinung. Das muss man auch nicht unbedingt erwarten. Aber in dem Fall hat er ja auch eingeräumt, dass er Möglichkeiten sieht unter bestimmten Voraussetzungen, dass bereits vor einigen Jahren erfolgte B-Plan-Verfahren, was dann eingestellt worden ist, wieder aufzunehmen, so dass sich an dieser Stelle eine Lösung abzeichnen wird. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird. Da muss man sicherlich auch noch einige Gespräche führen mit Herrn Scheller, aber dass es uns gelingen wird, auch in anderen Bereichen der Stadt eine befriedigende Lösung für dieses unbefriedigende Problem zu finden. Wenn diese Problemfelder geklärt werden können, stellte der Stadtchef Scheller fest, wäre eine Neuaufnahme des Planverfahrens durchaus möglich. Allerdings, so Scheller, bei der Umwandlung zum Wohngebiet müssten die Regelungen mit den planerischen Rahmenbedingungen der Stadt und der Landes- und Regionalplanung im Einklang stehen. Dauerhaftes Wohnen statt Naherholung, das ist das Ziel der Bewohner am Schmöllner Weg. Freie Wähler, Fraktionschef Dirk Stieger, wir bieten gerne unsere Hilfe an, aber die Mitglieder des Schmöllner Erschließungsvereins müssen selbst aktiv werden. Eine Fortführung des B-Plan-Verfahrens würde endlich Ruhe für dieses Wohngebiet bringen. Die Band Pegasus sorgt mit ihren All-Time-Klassikern für die musikalische Unterhaltung. Zahlreiche Gäste sind zum Genossenschaftsfest der WBG erschienen. Einige sind schon jahrelang Mitglied und freuen sich jedes Jahr wieder auf das Fest. Andere sind zum ersten Mal da und noch gar nicht lange bei der Genossenschaft dabei. Ein halbes Jahr, ich bin erst hergezogen. Wie ist Ihr Eindruck? Wunderbar. Brandenburg hat sich sehr verändert. Zum Guten, sehr schön, gefällt mir. Vor allen Dingen, wenn man anruft, die machen was, ja. Wir können uns nicht beschweren. Ich kann nichts Schlechtes sagen. Ich bin schon jahrelang Mitglied. Bin zufrieden mit allen. Wenn man Sorgen hat, die kommen, die machen alles. Ja. Die Mitglieder sind also rundum zufrieden. Und auch von Seiten der Geschäftsführung hört man viel Positives. Über eine Spende von 1.000 Euro konnte sich das Bürgerhaus in Hohenstücken freuen. Das Geld wird in die Gestaltung des Stadtteilfestes in Hohenstücken fließen.
Bei der WBG fließen jetzt erstmal weiter die Getränke und für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es neben Waffeln und Würstchen auch ein Stück von der großen WBG-Genossenschaftstorte. Jedermann-Gruppe präsentiert Howard Carpentier live im Stahlpalast. Howard Carpentier am 31. August 2018, Stargast der Jedermann-Pflegenacht. Karten, Vorverkauf exklusiv für Pflegekräfte an zwei Terminen. 26. Juni 10 bis 15 Uhr und 10. Juli 15 bis 20 Uhr in der Geschäftsstelle Bauhofstraße 48 in Brandenburg. Howard Carpentier live im Stahlpalast, das Jedermann-Konzerterlebnis 2018. Erleben Sie Howard Carpentier live, präsentiert von der Jedermann-Gruppe, weil Pflege Herz braucht. Oh! Tor! Und wie steht's, Opa? 11-4. Opa, du Schummel! Oh. Wer ist erster am Haus? Oh. Wer als erster drin ist, der? Der bekommt den besseren Platz. Spielstand 2:0. Mit RFT-Kabel gehören Sie auch abseits des Fußballfeldes zu den Gewinnern. Testen Sie jetzt Basis HD und Family HD im Paket 2 Monate gratis. Wie das geht, erfahren Sie auf www.rftkabel.de oder in Ihrem Kundencenter. Das Brandenburger Theater präsentiert im Rahmen des 24. Jüdischen Filmfestivals Berlin und Brandenburg den Spielfilm Die Unsichtbaren, wir wollen leben. Der Film von Klaus Räffle zeigt den jüdischen Widerstand in der NS-Zeit. Und da ein weithin unbekanntes Kapitel. Juden gelingt das tatsächlich Undenkbare. Sie werden unsichtbar für die Behörden, verstellen sich, färben sich die Haare blond, verstecken sich in der Uniform der Hitlerjugend. Sie kämpfen für ein Leben in Freiheit, ohne wirklich frei zu sein. Das Drehbuch basiert auf Interviews mit Zeitzeugen. Der Film ist einfühlsam, beklemmend und humorvoll zugleich. Spielhandlung, Archivbilder und Interviews ergeben ein bewegendes Ensemble-Drama. Tolle Schauspieler prägen den Film, unter anderem mit Florian Lukas, bekannt aus Weißensee. Eine Kooperation mit dem Jüdischen Filmfestival. Der Film Die Unsichtbaren, wir wollen leben, am Dienstag, dem 3. Juli um 19 Uhr in der Studiobühne. Tickets für den Filmabend wie immer an der Theaterkasse oder unter 03381 511 111. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Es geht um Fußball. Um Fußball? Deutschland spielt ja morgen gegen Schweden. Ja. Was denken Sie, wie wird's? Traurig, wie es ist, unentschieden.
Ja. Das würde bedeuten, wir fliegen raus. Ja. Das ist traurig, deswegen sage ich es ja. Aber ich vermute, dass sie die Stärke nicht zeigen, um zu gewinnen. Sie werden wahrscheinlich gewinnen, aber viel weiter denke ich nicht mehr kommen. Positiv. Also wenigstens, dass sie sich ganz doll anstrengen und also ihre ganze, was weiß ich, ihre Vorbereitungszeit jetzt genutzt haben und uns als Volk auch ein bisschen unterstützen, indem sie, Mensch, wir sind doch sonst gar nicht stolz auf sie. Wir gewinnen, eindeutig. Sehr überzeugt. Ja, natürlich. Woran lag es denn, dieser schlechte Start im ersten Spiel? Ich denke mal, die Jungs waren nicht gut vorbereitet. Das ist meine Meinung dazu. Es waren vielleicht im ersten Hälfte, würde ich sagen, war sehr schwach gewesen. Später, als Reus reinkam, war natürlich optimal. Ne? Und morgen, könnt ihr mir glauben, 3-0 gewinnen wir. Wir haben Besuch aus der Schweiz. Oh, na, die Schweiz ist doch gut unterwegs gerade, oder? Ja, ja. Was denken Sie, wo könnte die Schweiz landen? Na sicher im Achtelfinale. Na sicher. Geht noch weiter hoch? Weiß ich nicht. Okay, dann müssen wir jetzt aber mal zu Deutschland fragen, weil da ist ja morgen ein wirklich wichtiges Spiel. Was denken Sie, wie ist die Mannschaft drauf? Ist sie gut vorbereitet? Was wird's? Also ich sage mal, die ist jetzt vorbereitet. Die haben Fehler gemacht, ja, beim ersten Spiel. Und ich schätze 2-0 für Deutschland morgen gegen Schweden. Doch, das ist drin. Okay, dann noch Ihr Tipp. Wer wird sonst ansonsten Weltmeister? Das ist ganz schwierig. Ich sage mal ganz krass Kroatien. Mir ist es dann eigentlich ziemlich egal. Ich würde mich freuen, wenn so eine Mannschaften wie Island möglich weit kämen. Ja, das wäre das Schönste. Schaffen wir es ins Finale? Oh, das wird schwer. Wenn morgen eine Steigerung drin ist und das letzte Spiel auch noch, dann kommt Deutschland weiter. Dann werden wir im Endspiel sehen. Das Brandenburg-Wetter wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Jedermann-Gruppe. Jedermann-Gruppe, weil Pflege Herz braucht. Mehr Informationen unter www.jedermann-gruppe.de. Der Sommer setzt sich im Moment nicht so richtig fort. Das Wochenende startet noch bedeckt bei maximal 16 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf gerade einmal 11 Grad. Am Sonntag wird es ein bisschen freundlicher. Ab und zu muss mit Regen gerechnet werden, die Höchstwerte steigen auf 19 Grad. Die nächste Woche startet dann wolkig. Es gibt immer mal wieder sonnige Abschnitte bei maximal 22 Grad. Das Brandenburg-Wetter wurde präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Jedermann-Gruppe. Jedermann-Gruppe, weil Pflege Herz braucht. Mehr Informationen unter www.jedermann-gruppe.de.